habe. Ja. Manche lernen eben gar nichts dazu. Oder? Wir schauen ins neue Lager um. Das passiert mir nicht noch. Lass uns lieber etwas anderes reden. Ach, wir hätten sogar einen Teleportstand, einen Zimtblau. Das schmeckt viel. Aber behalte es wirklich. Egal. Gut, dass du wieder zurück bist. Es ist etwas Schreckliches passiert. Lass mich raten. Die freie Mine wurde von Gardisten aus dem alten Lager überfallen, die niemand kommen sah. Moment. Woher? Aber natürlich. Du hast es im alten Lager erfahren. Gorn kam kurz vor dir hier an. Was kann Gomez nur veranlasst haben, solch einen aggressiven Schritt zu wagen? Ihm müsste klar sein, dass dieser hinterhältige Überfall einen Krieg heraufbeschwört. Die alte Mine wurde nach einem Wassereinbruch verschüttet. Verschüttet? Natürlich. Dann gibt das Ganze langsam einen Sinn. Gomez steht mit dem Rücken zur Wand. Er ist gefährlicher denn je geworden, denn nun, wo er nichts mehr zu verlieren hat, wird er zu allem fähig sein. Gomez hat alle Feuermagier töten lassen. Töten lassen? Wieso bei Belia hat er so etwas getan? Sie waren gegen den Überfall auf die freie Mine und stellten sich gegen Gomez. Dann sind wir alle verloren. Ohne die anderen 6 Magier werden wir die geballte Kraft des großen Erzhaufens nicht kontrollieren können. Ich danke dir trotzdem dafür, dass du diese gefährliche Botschaft an mich überbracht hast. Das alte Lager hat mich verbannt, weil ich euch geholfen habe. Du gehörst nicht länger zum alten Lager? Dann heiße ich dich in unserer Gemeinschaft willkommen. Jo, Moment einmal. Kriegen wir denn wenigstens eine neue Rüstung? Heißt das, die Söldner werden mich aufnehmen? Sprich mit Lee. Er wird sich darum kümmern. Danach komm wieder zu mir. Als du mich zu den Feuermagiern schicktest, erwähntest du einen weiteren jemand. Nun, ich hoffte, wir würden ohne seine Hilfe auskommen. Aber so wie die Dinge stehen... Wer ist dieser jemand? Also gut. Vor vielen, vielen Jahren. Bitte die Kurzform. Geduld. Also, als wir, die 12 Magier, damals die Barriere erschufen, wurden unsere magischen Kräfte von einem 13. Zauberer gelenkt und geleitet. Ein 13. Zauberer? Ich dachte, es hätte nur 12 gegeben. Die meisten, die die ersten Tage der Kolonie nicht miterlebt haben, glauben das. Dieser 13. Zauberer war einst unser Anführer. Das alles war, bevor wir uns in den Feuer- und Wasserkreis zerstritten haben. Doch er verließ das alte Lager, das damals noch das einzige Lager in der Kolonie war. Tja, wie heißt der 13. Zauberer? Wie heißt dieser 13. Zauberer? Sein Name ist Xardas. Kaum einer kennt noch die alten Geschichten über ihn. Die, die es tun, nennen ihn nur den Dämonenbeschwörer. Warum verließ er das alte Lager? Er begann sich intensiv mit der Beschwörung untoter und magischer Wesen zu beschäftigen. Das beunruhigte nicht nur Gomez. Selbst die meisten der anderen Magier lehnten sich gegen ihn und sein unheiliges Treiben auf. Was passierte dann? Er war, anders als Gomez, kein Schlechter. Also ging er dem Konflikt aus dem Weg und verließ die anderen. Wo kann man diesen Zauberer finden? Er lebt heute zurückgezogen in seinem Turm mitten im Orkgebiet. Das ist so ziemlich der südlichste Ort der Kolonie. Ich werde zu Xardas aufbrechen und ihn um Hilfe bitten. Er ist der Einzige, der uns jetzt noch helfen kann. Wenn er keinen Rat weiß oder uns nicht helfen will... Er wird. Da wäre noch ein Problem. Ein Problem? Ja, wir haben in den vergangenen Jahren öfters versucht, mit Xardas Kontakt aufzunehmen.
Doch er scheint wohl lieber ungestört zu bleiben. Was bedeutet das? Keiner der Boten kehrte je von seinem Turm zurück. Du wirst einen Weg finden müssen, an seinen Kreaturen vorbeizukommen. Es scheint also weiterhin interessant zu bleiben. Wie werde ich mit seinen Kreaturen fertig? Wenn ich es wüsste, würde ich es dir sagen. Am besten, du betreibst etwas Nachforschung in unserer Bibliothek. Vielleicht wissen die alten Bücher etwas über Stärken und Schwächen von magisch beschwörten Kreaturen. Ich werde die Bibliothek durchstöbern. Und mach dir keine Sorgen. Ich komme wieder. Mögest du in einem Stück zurückkehren? Ja, müssen wir ja. Weil sonst geht doch nichts voran. So, der Gordon. Hallo. Ich habe Diego und Milton vor dem alten Lager getroffen. Eine gute Nachricht. Sie wollen sich mit dir und Lester treffen an eurem üblichen Treffpunkt. Danke. In diesen turbulenten Zeiten sind gute Freunde unersetzlich. Auch du gehörst mittlerweile schon fast zu uns. Auf dich ist Verlass. Was hast du jetzt vor? Die gesamte Verteidigung unseres Lagers muss nun umgestellt werden. Das braucht Zeit. Bis Lee und seine Leute soweit sind, werde ich mich erstmal kurz provisorischen Wachposten anschließen. Plant ihr einen Gegenschlag? Noch nicht. Aber der Tag wird kommen. Wenn du mich suchst, gehe von hier in Richtung Mine. Dort werde ich meinen Posten beziehen. So, jetzt gehen wir mal in die Bibliothek. Verlass dich auf jemanden und du bist auf das Mist. Quatsch wird viel, oder? Lass uns lieber über was anderes reden. Das können wir eigentlich später schauen. Jetzt gehen wir erst zu Lee. Solange ich damit nichts zu tun habe. Hallo! Das alte Lager hat mich verbannt. Ich möchte mich euch anschließen. Du hast viel für unser Lager getan. Männer wie dich kann ich gebrauchen. Machen wir es kurz. Willkommen im neuen Lager, Söldner. Hier ist eine von unseren Rüstungen. Gut, dass du bei uns bist. So, was haben wir denn noch? Ich brauche eine bessere Rüstung. Die Rüstungen musst du dir erst verdienen. Außerdem sind sie nicht ganz billig. Gib mir die schwere Rüstung. Diese Rüstung ist das Beste, was du in der Barriere bekommen kannst. Und glaub mir, sie ist das Erz wert. Ja, dann wollen wir doch hoffen, dass es das Erz wert ist. Ansonsten holen wir uns das Erz einfach zurück. So, schauen wir mal. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Wenn du meinst.
So, und Joe ist mal wieder in Mode. Also ich halte mich da lieber raus. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Aber bei Herz für die. Wer ist das? Söldner. Quatsch mit viel. Vielleicht doch. Man muss eben auf. Hallo! Na, mit dem kann man nicht handeln. Wolf. Lass uns lieber über was anderes reden. Handelst du noch mit was anderem? Ich kaufe Felle und Häute von den Jägern. Hat der Erz, ja. Trifft sie gut. So, was haben wir denn noch? Ist jetzt im Verkauf. Hammer brauchen wir nicht. Man soll wirklich alles glauben, was man will. Felle haben wir genügend. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ja, wäre das ganz anders gelaufen. War doch klar, dass das mal. So, nehmen wir das Ganze jetzt mit. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. Ach, der hat noch mehr? Solange ich damit nichts zu tun habe, verlass dich auf jemanden und du bist verlassen, das ist eben so. Tja, dann dauert es ein bisschen. Ich dachte, das ist nicht gelernt. Ich glaube kaum, dass ich da etwas gehört habe. War nicht besonders schlau. Dann schauen wir noch, was man noch verkaufen kann. Hund, Fell. So, dann die Söldnerrüstung brauchen wir nicht. Leichte Garderüstung brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Dafür gibt es über 2700 Erz. Tja, das zieht jetzt das Let's Play ein bisschen in die Länge. Aber wir wollen ja auch was verdienen und uns gute Rüstungen leisten. Tja, und sonst nichts Spannendes gerade gesagt. So, es dauert aber ein lange. Ich dachte, das wird schon lange geklärt.
Halt mich da lieber raus. Lass uns lieber über was anderes reden. Wenn du meinst. Kann schon sein. Früher wäre das ganz anders gelaufen. So, jetzt aber. Man soll doch nicht alles glauben, was man wirklich nicht meint. Annehmen. Wenn du meinst. Tja. Fast 13.000 Erz. Klingt ganz gut. So, jetzt müssen wir nochmal zu Saturas.